Mein Name ist Andrea und ich komme von einer ganz kleinen Firma. Wir beschäftigen uns mit dem Aufwachsen lassen von kleinen Dingen. Und zwar, ihr habt ja hier den 3D-Drucker und wir haben Technologien entwickelt, mit denen man ohne Druckkopf Dinge 3D aufwachsen lassen kann und eben auch leitende Elemente integrieren. Und ich zeige euch jetzt ein paar Sachen, wo wir so machen. Wir haben im Moment die Situation, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Anteile zurückzukaufen. Wir sind mit Venture Capital gestartet. Und die Idee ist, quasi was wir können, mit allen, die es interessiert, zu teilen. Und zusammenzuarbeiten mit Hackerspaces oder wer auch immer Lust hat, sich selbst Dinge zu machen. Und an mehreren Tagen im Monat dann quasi die Firma als Werkstatt sozusagen zur Verfügung zu stellen. Deswegen Mikromaker, weil wir eben kleine, viele kleine Dinge machen können für jeder Wesen. Was machen also die Mikromaker sozusagen? Ist das wirklich die erste Folie gewesen? Okay, also das ist alles nicht so viel anders, wie eigentlich wie es hier ist. Dass wir jetzt für Industriekunden arbeiten oder in EU-Projekten arbeiten und so weiter. Aber letztendlich geht es immer darum, irgendeine bestimmte Fragestellung muss gelöst werden, warum auch immer. In unserem Falle, das sieht man dann da auf der rechten Seite, geht es zum Beispiel um so Lab-on-Chip-Systeme, wo durch die Oberflächeneigenschaften Blut transportiert werden soll und irgendwie dann so zur Verfügung steht, dass es optisch ausgewertet werden kann und dafür eben sich eine Geometrie ausdenken, die man eben dreidimensional ganz klein, aber aufwachsen lässt. Oder eben auch, dass man verschiedene LEDs, also in unserem Fall ist es dann wirklich der nackte Chip, den wir integrieren. Das zeige ich nachher auch nochmal ein Bild in eine quasi Kunststofffolie oder Kunststoffbereiche, die wir vorher haben aufwachsen lassen oder eben viele und die dann auch leitend verbunden werden. Aber nicht mit Löten oder so, sondern indem man direkt die metallischen Leiterbahnen auch wieder durch, in unserem Fall zum Beispiel durch Beschichtung, also Dampfbeschichtung und so weiter aufwachsen lässt. Und also wichtig ist, das so machen zu können, wenn man die Dinge besonders klein machen will. Also was kann man als diese Fertigungsverfahren erfunden worden, hat man sie unglücklicherweise RMPD genannt, jetzt heißen sie halt immer noch so. Es bezeichnet Rapid Micro Product Development. Und es ist aber auch was, mit dem man viele Millionen Stück gleichzeitig aufwachsen lassen kann. Der Vorteil ist, dass sie eben klein sind, vielfältig sind, wie man sieht, Mini-Eiffeltürme, Mini-Footballspieler oder eben, man kann auch Ponys schrinken. Natürlich gekauft wird eher das, was ihr dann unten sieht, also viele Zahnräder oder eben ganz rechts Lab-on-Chip-Systeme, die eben schwarz sind, damit sie keine rechts und links keine Signale rausgehen, nur durch den Boden. In der Mitte, also ich habe von diese Blinker-Dinge gesehen, die ihr gebaut habt. Und da ist mir dann eingefallen, dass wir sowas ganz anders aussehen, ist aber auch für via USB dann Licht. Und wenn ihr jetzt dann ganz in die Mitte guckt, da ist eben das Teil, ohne dass es elektrisch angesteuert wird. Und deswegen sieht man dann ganz gut den Kunststoff und die Leiterbahnen und die Chips. Und rechts dann, wenn es eben angesteuert ist. Ups. Ja, das ist jetzt hier nochmal das Beispiel. Also wir können letztendlich alles klein herstellen, was das Herz begehrt. Huch, zurück, zurück. Nach oben, glaube ich. Nach oben? Mit Bild nach oben? Nee, Taste nach oben einfach. Taste nach oben? Nein. Tut sich nichts. Es ist sein Laptop. Aha. Ich habe nichts kaputt gemacht. Ich bin nicht schuld. Es hängt. Es hängt. Nicht nach vorne, verrate ich alles. Ich habe nichts gemacht. Das ist doch jetzt die Spannung. Ich habe keine Ahnung. Okay, ist halt nur, fangen wir noch von vorne an. Was, die Menschen haben Geduld. Bestimmt. So. Warte kurz. Ah, ich glaube, ich weiß, wo uns lag. Jetzt drücke ich auf Enter? Noch nicht. Okay. Also, man kann alles klein machen, was das Herz begehrt. Normalerweise wollen die Leute, dass wir aus technischen Gründen die Dinge kleiner machen. Und zum Beispiel entweder, weil irgendwelche leuchtenden Elemente in ganz kleine Sachen rein müssen und dann dort was ablesbar ist. Oder was ihr unten ganz links sieht, das sind Greifer. Und zwar wachsen die bei der Herstellung direkt ineinander. In der Mitte ist so eine offene Halterung, um die sich die Greifer dann drehen. Das wird nicht hinterher zusammengebaut, sondern das wird so
gefertigt oder aufwachsen gelassen. Und das haben wir gemacht für eine Firma, die sich mit Pick-and-Play-Systemen beschäftigt. Und die wollte unbedingt Kunststoffgreifer haben, damit, wenn sie Dinge greifen, die magnetisierbar oder sonst wie sind, dass das dann nicht irgendwie interagiert. In der Mitte sind Gehörknöchelchen. Also wenn ihr jetzt euch vorstellt, ihr baut euer Gehörknöchelchen, den Stab ist aus, gebt ihn in einen Scanner, um ihn genau scannen zu lassen, und dann können wir ihn hinterher 3D genauso wieder so herstellen, wie euer Originalknöchelchen ist. Oder in diesem Falle haben wir x-mal den gleichen hergestellt für ein Forschungsinstitut, die sich eben mit akustischer Forschung beschäftigt haben und rauskriegen wollten, alle verschiedene Versuche gemacht haben, anstatt dass sie halt aus Leichen quasi immer diese einzelnen Knöchelchen haben, sie dann mit künstlichen arbeiten können, was deren Fortschritt war. Was jetzt nochmal zurück, wie funktioniert es überhaupt? Also es ist viel, viel einfacher letztendlich als euer 3D-Drucker, weil wir arbeiten nur mit flüssigem Kunststoff und das UV-Licht lässt es aushärten. In den 50er Jahren wurde, glaube ich, sogar in Mainz Photopolymerisation erfunden, also nichts Neues. Einfach, dass es aushärtet da überall dort, wo es mit Licht in Kontakt kommt. Es gibt verschiedene Lichtquellen, die wir einsetzen, entweder parallele Laserstrahlen oder eben UV-Licht. Das kann dann, ganz früher waren das sogenannte Halogendampflampen, aber heutzutage gibt es ganz wenig energieverbrauchende UV-LEDs. Und das ist auch der Vorteil, wir haben ganz wenig Energieaufwand für unsere Technologien, weil dadurch, dass die Teile ganz klein sind und die Schichten meistens ganz niedrig, härtet es auch rasend schnell aus. Man braucht wenig Zeitaufwand und auch wenig Energieeintrag. Wenn ihr euch jetzt, bevor ihr euren 3D-Drucker oder wer von euch sich da überhaupt mit so beschäftigt, dann werdet ihr wissen, dass es mehrere Firmen gibt, die sich mit sogenannten additiven Technologien oder generativen Fertigungstechnologien, wie man es nennen will, beschäftigt. Und natürlich geht es zum Beispiel 3D-Systems und so weiter. Und die haben auch Geräte, die feine Teile herstellen können, aber soweit wir wissen, das, was wir können, 1 Mikrometer Schichten oder sogar kleiner, wenn es benötigt wird, das kann sonst, soweit wir wissen, keiner. Es gibt andere Technologien, die nennen sich zum Beispiel 2-Photonen-Technik. Da wird, die fertigen noch feiner. Die sind dann so im Nanopräzisionsbereich. Das ist aber nicht, da wird auch quasi mit Lichtenergie aushärten gelassen, aber müssen dann immer 2 Strahlen zusammenkommen, genau an dem Punkt. Das ist ein bisschen komplexer. Was für uns auch von Anfang an immer wichtig war, war die Integration von anderen Dingen, zum Beispiel die Integration von Chips, in unserem Fall in sogenannten Bare Dies. Und die haben dann auch an bestimmten Stellen Kontaktpads, die wir dann mit diesen elektrischen Leitungen, in unserem Fall eben Metall aufgedampft, kontaktieren. Was auch gut ist an den Geräten, also wir haben die Geräte auch selbst gebaut und mit bestehenden Komponenten natürlich. Wir haben die Robotik zugekauft, wir haben die verschiedenen Lichtquellen zugekauft und so weiter. Aber der Vorteil ist eben, man kann die Geräte im Reinraum betreiben, wie wir das machen, aber auch, man kann sie auch im Grauraum oder man könnte sie sogar auch hier betreiben. Wir haben unterschiedlich große Geräte, also wir haben, man kann durch auf einmal 1 Meter arbeiten oder eben auch nur aus so einem 5-Zoll-Bereich, je nachdem, was man eben machen will und was wie wichtig es ist. Nochmal zurück, wie funktioniert es? Also es gibt diese 2 Basiswege, parallele Laserstrahlen, wobei das nicht bedeutet, dass wir so viele Laser brauchen, sondern wir brauchen einen Laser für mehrere Geräte. Nur einmal drücken, okay. Und können dann diese Laserstrahlen eben aufsplitten. Das andere ist durch eine Maske hindurch. Das kann dann so eine klassische Grobmaske sein, wie man sie aus der Mikroelektronik kennt, mit ziemlich guter Genauigkeit. Aber für so einfache Anwendungen kann das einfach auch quasi eine Folie sein, die an bestimmten Stellen eben schwarz ist. Also das ist okay. Jetzt dann nochmal die Übersicht zu so ein paar Beispielen, was man alles so machen kann. Also Zahnräder, ich habe auch ein paar Bauteile hier, die lasse ich euch dann nachher da, die könnt ihr, also diese, die kann sie verschenken, genau, rausschmeißen. Und zwar, das, lass ruhig mal rumgehen, weil dann kann man das auch nochmal gut verstehen. So, also er lässt da rum. Also die Bauteile sind halt, kann man gut sehen, dass, das kann man nicht bohren über diese Distanz so genau. Und es ist auch nicht sinnvoll, es
für das herzustellen, Spritzguss zu verwenden, weil man es nicht aus den Formen rauskriegt. Und deswegen gibt es uns wahrscheinlich immer noch, weil man kann es in China nicht nachmachen mit Spritzguss. Weil Spritzguss und all diese anderen Fertigungstechnologien sind in China viel, viel preiswerter. Das ist für eine deutsche Firma, stellen wir viele verschiedene von diesen her. Und das ist eins dieser Produkte, die uns als sogenanntes Brot- und Buttergeschäft ernähren. Wir machen dann eben auch, also so das eine, was wir eben machen, sind diese Kunststoffbauteile oder eben rechts hier die Spulen, die ihr seht, oder diese ganzen Dinge, die sich mit Lab und Chip, könnt ihr alle behalten übrigens, die Teile, mit Lab und Chip-Diagnostik beschäftigen. Was wir eben auch machen, ist die Integration von komplexerer Fluidik und dann eben Auswertechips, Sensoren und so weiter. Das versuche ich einmal nur zu drücken. Okay. Jetzt haben wir uns überlegt, wenn wir das schaffen, dass wir uns mit einem unserer Gesellschafter dahingehend einigen, dass wir das, die Firma quasi wieder den Gründungsgesellschaftern gehört, und wir dann erst sind wir ja frei, diesen nächsten Schritt zu gehen, das eben mit zu teilen und eben auch all diese Aspekte, die man dann so bedenken kann. Wir haben natürlich, als wir gestartet sind, haben natürlich auch Patente angemeldet und auch internationalisiert und so weiter. Man bekommt keinen Investor und keinen Venture Capitalist, wenn man nicht sagt, Patente sind wichtig. Aus meiner persönlichen, heutigen Sicht fände ich es wichtiger, das frei zu teilen, einfach auch gemeinsam schneller weiterzukommen. Was unsere Industriekunden betrifft, denen ist es schon wichtig, dass sie mit uns zusammenarbeiten und eben wissen, dass das, was wir machen, basiert auf unserem Know-how, und morgen kommt nicht irgendjemand und schließt uns, weil wir irgendjemand anderen Leute Patente verletzt hätten. Aber das haben wir jetzt ja, diese Basis haben wir ja. Aber es gibt viele andere Dinge, wo wir einfach liegen lassen, weil wir die im Alltag halt nicht unterbringen, die aber trotzdem interessant sind und die vielleicht andere Leute umsetzen wollen. Und da war eben die Idee, das eben zu teilen. Und wir haben die lustige Situation, dass die Uni Duisburg, die hat zwar einen Lehrstuhl Fertigungstechnik, darunter auch Schwerpunkt generative Fertigungstechnologien, aber die haben halt Fräsen und sowas da stehen und nennen das dann quasi generative Fertigungstechnik. Und wir können eigentlich das war die Idee, dass sie dann dadurch ihren Studierenden auch noch mehr öffnen können. Wir haben bisher auch schon Aus- und Weiterbildung angeboten, im Sinne von, dass wir zum Beispiel Auszubildende ausgebildet haben. Aber das ist natürlich schwierig, es weiter auszubauen, intensiver zu tun. Und das ist dann auch so ein Element. Wir sind in mehreren europäischen Forschungsprojekten integriert, und das werden wir auch weitermachen. Aber normalerweise ist es ja bei Forschungsprojekten so, dass, also so auf PhD-Level werden die Leute dann in europäische Projekte integriert. Aber das ist aus meiner Sicht viel zu spät. Und die Idee ist halt auch, dass man all das, was man so macht, die Leute früher einfach mitmachen lassen kann. Und dass sich so dann halt auch die Technologien schneller verbreiten und auch mehr genutzt werden. Also einmal drücke ich. Okay, ich habe danach jetzt noch ein paar Folien. Wenn ihr noch mehr Folien sehen wollt, was wir so bisher so machen, kämen dann jetzt noch mal ein paar Folien. Aber das ist jetzt auf jeden Fall mal Mycotech Duisburg. Und seid auch herzlich eingeladen, wenn ihr mal da in der Gegend seid oder so, mal vorbeizuschauen. Die Folien sind ziemlich weniger, wann bekommen wir so ein Gerät? Ja, ihr müsst ja dann zusammen, also wir machen jetzt diese Start-Next-Aktion, und wenn die erfolgreich ist, dann laden wir ja Leute ein, zu kommen, sich ihr Gerät zu bauen und mitzunehmen. Und es gibt, es kann natürlich auch im Vorfeld vereinbaren. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie ihr. Also ihr könnt natürlich Porsche fahren, wie bei allem, oder ihr könnt eben mit relativ einfachsten Komponenten ein preiswerteres Gerät kaufen. Also es ist schon so, dass wenn ich mir jetzt da von dem 3D-Drucker, den ihr da habt, das wackelt und ruckelt, ne? Damit kann man keine so hochpräzisen Ponys machen, wenn das jetzt das Thema ist. Und da muss er natürlich, also bei uns ist das dann quasi, kannst du so eine Steinplatte oder sowas nehmen. Das kann ein Grabstein sein, ganz simpel. Ne? Oder das kann halt wirklich ein geschnittener, solche Dinge, dass die, wenn das so hin und her fahren, tut es bei uns auch. Aber solche Sachen, ne? Du kannst
auf ganz kleiner Fläche mit super preiswerten UV-LEDs das machen. Du kannst, das ist, kann sehr preiswert sein, aber es ist wichtig, dass wir haben auch schon mal einem rumänischen Team, die haben irgendwie Fördermittel gehabt und haben gesagt, okay, sie wollen das machen. Wir haben schon mal erfolgreich gezeigt, dass man es normalsterblichen Menschen durchaus beibringen kann. Es ist nicht so, dass es irgendwelches Geheimwissen ist, was nur irgendwelche total geskillten Leute, also das kann man, und wir in Microtech selbst, wir haben ja auch vielfältiges Team, also das Aufbauen, das Warten der Geräte ist schaffbar und das ist aus unserer Sicht eigentlich ein Vorteil, weil sie sind eigentlich relativ wartungsarm, sie sind super langlebig und das kommt auch alles von diesen UV-Aushärtungen, da ist einfach nicht so viel Stress im Gerät. Also, müsste ich mir da mal ausmachen, wenn ihr dann eins wollt. Wie sieht es denn da mit dem Material aus? Weil ich habe mal angefangen, in die Richtung mal ein bisschen zu gucken und dann auch so die fixe Idee mal gehabt, ja, man könnte mal anfangen mit UV-Licht-LEDs und so weiter. Und dann hat mich das ziemlich abgeschreckt, nachdem ich gesehen habe. Also vielleicht habe ich auch nicht das passende Material gefunden, aber das war alles irgendwie von englischen Versand. Meinst du jetzt die UV-härtenden Werkstoffe, die Kunststoffe? Genau, ja. Ja, der Punkt ist, dass du kannst, also für uns ist, was UV-härtbar ist, probieren wir erstmal zu verarbeiten. Und so haben wir herausgefunden, dass über 300 Stoffe verarbeitbar ist, sogar sogenannte Sulgel-Werkstoffe, wenn sie denn UV-härtbar sind. Was wir machen, wenn du die dünnen Schichten haben willst, ist es wichtig, dass es flüssig ist wie Wasser. Also so dickflüssige Paste ist für das, was wir machen, nicht ideal. Aber wenn du jetzt in größeren Dingen arbeiten willst, dann schon. Ganz viele UV-Kleber kannst du nehmen, sind verarbeitbar zum Beispiel. Also natürlich die Materialien früher Huntsman, mittlerweile von 3D Systems gekauft. Da musst du dann 10 Kilo nehmen oder 20 Kilo nehmen, sonst beliefern die dich nicht. Also das ist schon, und also wir mit unseren kleinen Bauteilen, selbst wir kaufen auch Huntsman-Werkstoffe, aber mit so 10 Kilo brauchen wir dann ein halbes Jahr hin, obwohl wir viele, viele Teile machen, weil du halt unheimlich wenig Material brauchst. Aber es gibt die Kleber, das ist eine Loctite oder so eine Henkeltochter zum Beispiel, ja. Die haben verschiedene UV-Kleber, die eigentlich ja so in der Elektronik sowieso ein. Und das ist auch das Tolle, es gibt jetzt ganz viele neue Ergebnisse zum Thema Leitkleber. Also die sind zwar von der Leitfähigkeit, wenn das dann richtig kleine Teile sind, das ist alles noch nicht so prall, aber es entwickelt sich ganz, ganz toll. Und da haben wir mit Panacol auch so ein Forschungsprojekt gemacht, wo die dann versucht haben, also im Moment haben wir ja diesen Schritt, wir stellen quasi die Kavitäten her, die machen dann die Chips rein, bedampfen dann die Linien für die leitende Verbindung. Wenn wir aber richtig gut leitende Leitkleber und die dann noch UV-härten sind, verwenden können, dann haben wir diesen ganzen Bedampfungsschritt nicht mehr. Dann können wir erstens, weil wir weniger Schritte haben, haben wir auch weniger Qualitäts-Nerf-Grams-Kontrollzeugs und es wird preiswerter und es wird natürlich auch noch weniger Energie verbrauchen, weil die Bedampfungsschritte brauchen schon noch mehr Energie wie das UV-Aushärten. Okay, ich zeige es jetzt euch trotzdem, dass ihr es gesehen habt. Also das ist so, vielleicht zum Thema Integration, also diese tolle Router. Also der kann natürlich mit diesen Technologien schon noch viel, viel kleiner werden. Also ihr seht jetzt, was da zum... ich habe überhaupt nicht gedrückt. Okay, aber ist da nicht so vielleicht automatischer Durchlauf? In Reinheitsfolien ist immer automatisch. Der Rainer hat immer so vorgestellt, automatischen Durchlauf. Also ja, ein Projekt machen wir zum Beispiel für eine Bierfirma. Und für die stellen wir so eine Art Sensorschwarmnetzwerk her. Also wo dann einzelne mitschwimmende Sensoren, die auch mit so einem Punkt kommunizieren, die dann im Moment pH-Wert, glaube ich, sollen sie messen und noch so einen anderen. Damit auch in der industriellen Bierproduktion man über den ganzen Lauf
auch innerhalb der Flüssigkeit nicht nur an den Rändern oder so überwachen kann, wie sich das Produkt verändert. Ne? Das heißt, wenn die Flasche mal schlackert, wird. Genau, ja, genau. Nee, das ist natürlich der, das ist jetzt ist noch ein Forschungsprojekt, noch eine Entwicklung, man muss keine Angst haben, dass eure Flaschen schon klackern. Aber das ist natürlich auch deren total große Angst. Ne? Also so, dass der Verbraucher schluckt unseren Sensor, was passiert. Aber es ist natürlich total winzig klein. Aber es ist natürlich das auch merkt so. Er gar nicht. Tatsächlich glaube ich nicht, dass er es merkt. Aber praktisch ist es natürlich so, dass das ja vorher x-mal raussortiert wird. Man ja auch weiß, wie viele Sensoren hat man drin, von wo überall kommen Signale und so weiter. Zwischendrin war ein Teil, das war so ein kleines Teil in einer früheren Folie. Das war integrierte Wechsel, also ein lichtabgebendes Element. Und das haben wir für Given Imaging gemacht. Die haben diese schluckbare Kamerapille. Und also da insofern. Aber das ist auch bei denen im Test ist noch nicht irgendwie, dass man es jetzt in Europa haben könnte. Sie haben mich voll überzeugt, wo muss ich unterschreiben. Ja, also. Ich habe das gefragt. Also sowas reizt mich schon. Also gerade mit auch. Können ruhig du sein, wir können ruhig weiter du sein. Also das, ihr seid jetzt hier die Ersten, denen ich das vorstelle. Und es ist hier Steve zu danken, dass ich das jetzt hier vorstelle. Und wir werden das jetzt dann auch nochmal in dem Duisburger Hackerspace irgendwie halt vorstellen. Und dann werden wir wirklich wahrscheinlich nächste Woche diese Start Next-Kampagne dann starten. Und dann sehen wir ja, es kann ja durchaus sein, dass wir total überzeichnet sind und dann auch die Möglichkeit haben, verschiedenen Zentren einfach so ein Gerät hinzustellen. Ne? Das, oder so. Also wir haben jetzt. Das kann natürlich immer die Gefahr bei Hackerspace, dass am Anfang ein Euphorie da ist und dann schlägt es ein. Das, also so wie es für mich ja aussieht, ich habe die Präsentation von Anfang nicht mitbekommen, weil ich Ihnen noch was zum Solarpanel erzählen musste. Das ist so, wie ich das jetzt sehe. Das heißt, man beteiligt sich halt finanziell und bekommt dafür Knowledge. Ja, so. Also aber unsere Idee ist noch schlimmer. Wir haben durchaus die Idee zu teilen, nicht nur mit denen, die finanziell sich beteiligt haben, sondern unsere Idee war jetzt in diesem Start Next eben Geld einzusammeln und dann freizuteilen. Ja, das hat eigentlich, wenn man so, ich sag mal, am Anfang an dabei sein möchte, muss man quasi, oder sollte man eigentlich, ja, aber, ja. Und natürlich auch entsprechende Anzahl von Leuten haben, die sich dann auch für den Bau interessieren. Ja, also. Das, man kann da natürlich auch noch alles gleichzeitig machen. Wir können das Start-Next jetzt anschieben und dann können wir mit Teams auch nochmal überlegen, wie können wir jetzt einzelnen Teams helfen, dass sie ihr Gerät dann bekommen oder so. Man muss ja nicht nur das eine machen, kann man dann gleichzeitig machen. Aber es ist schon so, da hinten hatte ich irgendwo dann so eine Fräse gesehen, die da schon ewig rumsteht und irgendwie weiter. Das ist natürlich, also offenes Rumstehen ist für diese Geräte, zum Beispiel, wir haben das ja auch in der Firma, wenn halt jemand was dran arbeitet und dann hinterher nicht wirklich den flüssigen Kunststoff korrekt wieder wegpackt, wenn das dann so eine Woche steht, man bringt es dann kaum noch sauber oder so. Ne? Also das ist schon, es ist schon dann ein bisschen pflegeintensiver vielleicht, was die Nutzerkontrolle betrifft für die Geräte, die ihr jetzt hier habt. Ne? So, ich meine, wir haben halt auch von relativ gut. Also, das ist vorbei. Das ist vorbei. Ja, aber also wenn man es realistisch betrachtet, den Drucker nutzen 2-3 Leute. Mehr nutzen wir nicht. Und das Problem daran ist so ein bisschen die Einstiegshürde. Ich brauche nämlich ein 3D-Modell und das muss ich irgendwie erzeugen und das ist halt eben. Je nachdem, wie komplex das halt wäre. Aber die kann man ja auch laden mittlerweile, oder? Oder braucht er jetzt, also das ist zum Thema Software, nachdem ich schon mal hier bin. Also wir haben auch von Anfang an quasi versucht, einfacher, also wir slicen das ja dann auch, also das 3D-Modell lösen wir dann in einzelnen Ebenen auf und die füttern dann die Maschine, was bei uns dann auch vielleicht noch anders ist. Wir können unterschiedlich einstellen. Den einen Schritt kann man vielleicht 200 Mikrometer machen, den nächsten Schritt nur 1 Mikrometer, je nachdem, wo, wie fein es wo sein muss. Damit, wenn man ein größeres Teil hat mit feinen Elementen, dass es von der Produktionszeit nicht so lange dauert. Und was halt bei uns ist, wir machen am liebsten viele Teile gleichzeitig. Also im Gegensatz zu hier ein Teil, das bezahlt einem ja auch niemand. Also wir wollen am liebsten bei den RMPD-Masken, wo durch die Maske belichtet wird, um so viele Teile wie möglich. Oder eben, also bei den, auch die Ponys wachsen mehrere. Ponys wachsen in der Herde auf, kann man das so sagen? Definitiv.
Genau. Genau. Du hattest so angefangen? Was muss man rechnen für so ein einfaches, kleines Gerät? Ich werde die Kollegen nochmal fragen, wie weit sie dann, also da entwickelt sich auch ganz viel, die UV-LEDs werden immer billiger und die Robotik wird immer billiger, also ich nochmal fragen, also allereinfachstes Gerät gibt, kann man sich für 20.000 Euro zusammenschrauben, aber das ist natürlich auch furchtbar viel Geld, deswegen eben die Idee mit so einer Startnext-Kampagne dafür zu sorgen, dass vielleicht kann man ja auch Geräte verleihen, ne? Also dass sie dann halt so rumzirkulieren. Also Geräteverleih ist immer so ein bisschen schwierig, besser haben. Ich habe das mal am Rande mitbekommen mit einem Lasercutter, was ja, weiß Gott, nicht so ein hochkomplexes Gerät ist. Und da ist halt immer so ein bisschen das Problem, das muss kalibriert werden, da muss man sich drum kümmern. Und dann dauert es mal 2-3 Monate, bis man damit umgehen kann und dann zirkuliert das Gerät eben wieder weiter. Okay. Aber ist das irgendwas schlimm mit dem T-Shirt? Wir sind ein Pony drauf. Ach schon. Das mit den Ponys kommt hier gut an. Ja, was man halt auch, wir können ja unsere Starnext-Kampagne noch erweitern, irgend so ein Modul reinnehmen, wenn so und so viel Geld zusammenkommt, dann bauen wir 3 Geräte und stellen sie diesen 3 Hackerspaces zur Verfügung oder sowas. Ne? Das kann man ja dann noch ergänzen. Wir haben es noch nicht final. Nee, gut, aber das ist ja, da weiß man wenigstens mal eine Größenordnung. Ja, aber wenn jetzt eine Firma kommt und sagt, die will Geräte kaufen, da wollen wir andere Preise. Ja, klar. Aber da erwarten wir halt auch, dass die die wollen ja dann auch komplexeres Gerät dann haben. Bisher haben wir übrigens noch nie Geräte verkauft, sondern das Einzige, was wir machen, wir fertigen damit und was wir auch machen, wir entwickeln für die Leute und wenn die Leute dann sagen, wir wollen das Teil jetzt eigentlich lieber selber herstellen in unserer Firma, dann transferieren wir, wie wir es gemacht haben und unterstützen die, dass die ihr eigenes Gerät bauen. Aber das ist, denke ich, also ich habe mich immer gefragt, warum sich unsere Technologien nicht schneller verbreitet haben. Und ich glaube, die Leute sind doch gerne werkzeugbasiert. Also so der Mensch will mit irgendeinem Tool irgendwas machen. So wenn man dann kommt und sagt, nee, wird jetzt nicht gefräst und wird nicht geätzt und so. Das ist gar nicht so das, wo die Leute dann sagen, juhu, ich spare mir die giftige Chemie, sondern es ist eher so, aber so und so habe ich es doch gelernt, wieso soll ich jetzt umdenken? Und der nächste Punkt ist auch die Vielfalt. Also man kann in 3 Dimensionen die Elektronik auf kleinstem Raum einordnen, wie man sie braucht. Wir haben zum Beispiel auch ganz winzig kleine Speicherkarten, die aber 10 Ebenen NAND-Stacks haben, die aber nicht größer sind wie eine normale Micro-SD, für eine amerikanische Firma hergestellt. Und dann waren wir ganz stolz, dass das ging und dass es auch funktioniert hat und getan hat. Und haben gedacht, oh, da geht jetzt aber die Zukunft hin. Aber das haben die so nicht gemacht, sondern sie haben einfach die Speicherdichte auf der Fläche weiterentwickelt. Ne? So, also, und jetzt denken sie nach, ob das dann vielleicht doch wieder der nächste, weil das zu stapeln auf kleinstem Raum ist viel, viel billiger. Und dadurch, dass wir diese Lötdrähte abgeschafft haben, also das kommt halt auch daher, früher wurde ja quasi mit Drähten die verschiedenen Pads verbunden und dann gibt es eben so ein, kann man nicht mehr dichter zusammen, weil sonst die Drähte knicken. Und das ist bei uns eben nicht so. Und dann gibt es noch dieses, also wenn man jetzt so kleine Dinge zusammenbringen will, gibt es sogenannte Silicon Through Wire, also wo dann durch Löcher hindurch quasi die Wafer verbunden werden. Und für uns, aus unserer Sicht, ist bei uns die Technologie deswegen ein kleiner Vorteil, weil wir mit den einzelnen Chips arbeiten können. Und dann kann der schon gecheckt sein, dass er wirklich gut ist und funktioniert und so. Während man, wenn man mit dem ganzen Wafer arbeitet, hat man immer ziemlich viel Ausschuss zwischen. Nun denn. Vielen Dank für die Möglichkeit, das vorzustellen. Vielen Dank für das Vorstellen.